Sonnenaufgang wanderst los. Steigst über die Wiesen auf im Zoll. A kurze Rast, ein Grüß hinab zum See. Danke fürs Essen. Genau. Danke. Genau. Bis gleich. Bis gleich. Danke, danke, danke. Bitte schaut euch das an, ist das nicht herrlich? Wahnsinn, Wahnsinn. Und wenn man dann da rüberschwenkt von dieser wunderbaren Landschaft, wo man Kraft tanken kann, am Himmel schaut und dann runter wieder zum Hotel Moser, wo meine ganzen Leben sind, meine Freunde, die Küche, das ganze Team, das kann man sich gar nicht vorstellen. Fragen wir oft Menschen, was tust du da? Sag ich, du, ich hab da alles. Ich hab das wie in Amerika bei den Indianern oder in Afrika bei den Maasais. Ich hab da eine Natur. Du hörst wirklich nur das Rauschen der Bäume, zwischendurch vielleicht einmal ein Auto weit weg. Gehört dazu. Anliefern, gute Dinge wieder ans Hotel Moser. Und das ist für mich eine Lebensqualität. Das ist wirklich Lebensqualität. Und wenn ich dann da reinschaue und da vor mir siehst du einen Tauchen, du kannst auch tauchen da. Aber wie? Du tauchst da und du erwischst halt einmal, weißt du, halt gerade den Ding hier unten aus ein Wasser, kannst du es trinken. Das ist Trinkwasserqualität, meine Lieben. Absolute Trinkwasserqualität. Und um das muss man sich schauen. Und das auf 1000 Meter Höhe. Wirklich wunderschön. In unserem Familienbetrieb wird Ihnen bestimmt nicht langweilig. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Tauchkurs oder einem Tauchgang im Weißensee, dem reinsten Badesee der Alpen? Gute Zeit wieder mal bestätigt. So viel Fisch. Deine Leila ist ja 5 Jahre, was ich weiß. Ne? Die ist 5-jährig. Ja. Die kann ja schon alles. Also die braucht den Agility-Platz sicher nicht, oder? Nein, eigentlich ist ja so trainiert, aber, da kann sie gar nichts sagen. Da ist die Leila, die kann ja das schon alles, gell? Dieser Agility-Platz ist dann eben für Hunde, die noch was lernen müssen. Sie müssen nur wissen, wie geht man mit einem Tier um. Das ist nicht kurz, das muss man schon wissen. Das muss ich ja mit einem Menschen auch wissen. Wie geht man mit einem Menschen um? Luna, Doro, Maxi, Moritz. Schau, da schau. Und such, such. Jetzt hat er das erste Mal getaucht wahrscheinlich. Ja. Das Frauli macht sie so viel mit am Tag, muss sie einige Male abfrottieren. Bei mir brauchst du es nicht mehr machen. Also Gott sei Dank, bei Maxi, das funktioniert. Und das ist das Schöne hier in dieser Anlage beim Hotel Moser. Da fühlen sich nicht nur die Menschen wohl, sondern auch die Tiere. In erster Linie die Tiere. Und wenn sie die Tiere wohlfühlen, dann fühlen uns wir auch wohl. Und das ist das Leben. Wunderschön. Sollte das Wetter bei uns am schönen Weißensee einmal nicht mitspielen, dann genießen Sie doch unseren Wellnessbereich. Entspannen Sie in der Saunawelt, relaxen Sie im Ruheraum oder drehen Sie doch ein paar Runden im wohlig warmen Schwimmbad. Kommen Sie mit! I love you too, baby. Alles in
Also Schatz, das hat sich schon ausgezahlt, da herfahren. Weißensee, Hotel Moser, wo sich unser Maxi wohlfühlt, wo er alle Kollegen hat, wo wir uns wohlfühlen in dieser unberührten Natur, in dieser wirklich Naturschönheit, wo man natürlich, wenn man nichts, kein Standl nicht haben und wir haben einen Durst, dann trinken wir halt einmal ein bisschen Weißenseewasser, oder? Seele baumeln lassen. Seele baumeln lassen, ganz richtig. Und dann, wenn ich zurückdenke, was in dem, du kommst an im Hotel, du fühlst die Wohl, da ist die Caro mit ihrem Team da, die uns herzlich begrüßen. Da ist der Chef da, der sagt, was wollt ihr denn heute auf die Nacht? Wollt ihr was ohne Fleisch? Sag ich, ja, eh klar, ohne Fleisch. Familie. Familie, natürlich. Und, die Familie. Es ist einfach, es ist ein Traum. Und vor allem? Wir fühlen uns wie zu Hause. Weißensee und Hotel Moser, wir sehen uns immer wieder. Alles Gute. Das Hotel mit Herz.